Also, wir waren gerade erst dem sicheren Tod entkommen und... Naja, so sicher war es nun auch nicht. Und dieser Klopskopf... Klopskopf? Dieser Klopskopf holt einen Ring von wer weiß woher. Genau, wo war der Ring eigentlich? Ein Gentleman genießt. Narrator ist Julia. Nebenbei bemerkt, diese Lady war beeindruckt. Ja, gut gemacht, Bro. Ob ich nachher A smashen muss, um Wollte der Lady ordentlich den Arsch zu füllen? Und dann mehr Bier holen? Oh Gott. Okay, ich trink mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckte ein Geschoss im Flugzeug. Hm. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Ich bin Brillenschlange. Zukünftige Mrs. Julia Smith, wie klingt das für dich? Ganz ehrlich, ich wusste es vorher nicht genau. Aber jetzt, wo ich es höre, klingt es echt gut. Tja, wir sollten dann wohl mal über die Hochzeit reden. Ich kann mir die Fotos angucken, wie du gemacht hast. Ich habe aufgepasst. Ich kann es kaum erwarten, dass wir alles planen. Oh Scheiße, dieses Abzeichen. Conwyn Island. Ich hatte recht. Seenotrettung war das. Die Leichen unten. Falls dich das interessiert. Okay. Habe ich jedenfalls gerade in den Bildern gesehen. Also jedenfalls der Charakter hier. Ich liebe dich, Alex. Wo sind alle hin? Das muss doch richtig gefeiert werden. Ich suche sie. Hey, meinen Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein, ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Oh nein. Also, wann passiert... Weiß schon, irgendwas Magisches? Ich möchte mich offiziell für meinen Bruder entschuldigen, der hier geiler Teenager spielt. Oh, ist okay. Ich komme mit Kindern klar. Conrad, Bier, wo ist das? Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Ach, jetzt sehe ich auch, dass Julia verletzt ist. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hole ihn. Hey. Und? Wie fühlst du dich jetzt nach dem Antrag? Erleichtert, ehrlich. Das hatte ich schon lange vor. Was ist das denn? Waterproof 30 Meter, wie lange okay. Hast du das geheim gehalten vor deinem engsten Familienmitglied, strich bestem Freund, strich engstem Vertrauten, strich inoffiziellem Coach? Denke seit ein paar Monaten drüber nach. Hört sich jetzt dumm an, aber ich wusste nicht, ob es zu früh ist. Eins muss ich dir lassen. Die Frage der Fragen auf dem Grund des Meeres zu stellen, ist ziemlich romantisch. Echt tolle Bilder. Dass du mal sesshaft wirst. Bin stolz auf dich. Ohne dich hätte das nie geklappt, Bro. Bro, was meinst du damit? Ja, wie sieht denn die Wunde eigentlich also, aus? Ja, so okay. Bin ich auch nicht. Und ich meinte, das stimmt. Irgendwie habe ich das Gefühl, aber diese Wunde wird später nochmal relevant. Natürlich, weil du nicht mehr wegrennen kannst. Ja, weil es sich entzündet wahrscheinlich dann. Morgen wieder darunter? Bin dabei. Kannst kaum erwarten, ist das mein Koffer? Ist das mein Koffer? Ich suche dann jetzt mal Julia. Oh, jetzt kommt die Sexszene. Bradifer Brayson Lee. Warst du eine Freundin? Ja, habe ich. Was machst du meinen Koffer auf? Ich mach gar nichts, bin Brad gerade. War mir zu viel. Ach so. Frauen, stimmt's? Ja, Frauen. Die gibt es. Das stimmt. Ja, definitiv. Besonders die eine mit der Schluss ist. Die? Sicher. Okay. Genau hier. Was ist das, ein 6-Flaschenkasten? In was für einem Land sind die? Ja. Wie immer kein Widerstand. Okay, Leute, hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten?
Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Wir haben eine Kugel im Rumpf gefunden, aber mehr nicht. Auf den Fotos von Alex trägt eine der Leichen ein Flugabzeichen. Das heißt, die Crew stammt von der Insel Cornwin, mitten im pazifischen Kriegsgebiet. Ich sag's ja. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Was dann? Aberglaube? Glaubst du das wirklich? Die Toten schlafen nicht gut in diesen Gewässern. Das klingt vielleicht albern, aber ich bin mit der Scheiße aufgewachsen. Hast recht. Wir waren unvorsichtig. So bin ich nicht. Sorry. Du Pussy. Okay, vielleicht. Ich kenne dich nicht. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Schon wieder. Ah. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, ich hab was gehört, das hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Raus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, sie stammt aus den verrotteten Seiten des schaurigen alten Bordmagazins, das ich auf dem Hinflug gelesen habe. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Okay, gut, dann war es ein Fleischhaken. Sie wurden damit aufgeschlitzt und an den Schwachen gehängt. Igitt. Okay, also, wer war's? Die Frau sagt, das war mein Bruder und wendet sich dem Schrank zu. Er versteckt sich da drin. Ah, super, der Bruder hat Schuld. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber er hat sich die Eingeweide mit dem Fleischhaken herausgerissen. Boah. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher. Näher. Und er sieht Gesicht. Sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Scheiße, ich hab grad weggeguckt, weil der Hund kam. Super Wendung. Schön. Oh fuck. Nicht schlecht, Kleiner. Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Es war ganz schön billig, Kumpel. Okay. Ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haier geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Ma'am. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus.
Man hört dich atmen. Ich wollte es nochmal erwähnen, bei der Überblendung. Aber es regnet ja als eh. Da kann ich sagen, du bist der Wind. Hast du die gesehen? Drei Spasten. Ich klopf die alle weg. Ich habe mit der Flasche erwischt. Ich habe eine gegeben. Ja, ich auch. Ich durfte der Arsch sein. Oh oh. Fehlt doch jemand. Mir einen Zungenkuss. Ach so, so entknebeln wir. Barato entscheidet, wen er entknebelt. Entknebeln wir erstmal alle. So, wo wir jetzt alle rasiert sind. Ah nee, ich bin noch geknebelt. Oh ja, Baby, du weißt, worauf ich stehe. Was? Ich glaube, das ist der, den du eingegeben hast, oder? Ich glaube, ich habe dem anderen eine mit der Flasche gegeben. Das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Oh, ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Wir müssen uns befreien, sofort. Keine Chance. Scheiße. Welche Ausbeutung ist wohl größer von den Hosen? Ich habe schon ein paar Mal geguckt. Nix da. Fuck. Jetzt habe ich gepennt, ey. Ah, du hast falsch geklickt. Ja. Und ich dachte, ich bin der Reaktionsmongo. Wir sind beide Reaktionsmongos. Ich habe es jetzt immer geschafft. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße. Du hast sie gehört. Ugh!
Oh ja. Ja, alles klar. Ich zieh die Fischer noch ein bisschen auf mit Konrad. Bist du ein Arsch? Oh oh. Langsam. Ruhig. Fuck! Bring dich um! Ich habe ein Stück Ohr verloren. Wir beenden das. Scheiße. Ich spiele nur rollenspieltechnisch den Charakter. Mit einem Ohr. Ja. Oder ein Dreiviertel. Geh weg! Weg von mir! Brad versteckt sich unterm Bett. Oh Himmel, Conrad. Ist nur ein kleines Stück Ohr. Ich werde es durch Dollarnoten einfach wieder wegmachen. Aufhören, lass sie los! Ihr Bastarde! Hey! Schwarkopf! Halt die Scheißfresse! Dich kill ich als erstes. Sie werden sie nicht schlagen. Haben sie Fliss auch nicht. Und es scheint schon ziemlich dicke mit denen zu sein. Ja. Wo ist denn mein Bruder? Also, er versteckt sich. Geht ihm gut. Okay. Dreh dich um. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Hast du gesehen, wie wir die überrascht haben? Ja. Nichts gemacht. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Alex, tut mir so leid. Was ist denn? Sie haben meinen Ring. Hey, schon gut. Schon gut. Ja, ich habe auch den Plotfehler gesehen. Können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Weil wir haben ja gegen die Tür geschlagen und wir sind ja eigentlich gefesselt. Ja. War halt schon ein bisschen merkwürdig. Haben sie nicht nachgedacht beim Programmieren. 4, 5, 6, 7, 8 Sekunden. Der Sturm ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Gehen wir strategisch vor. Wir können sie überraschen, ausschalten. Wenn ihr sie ablenkt, schleiche ich mich aufs Boot. Dann haust du ab! Mit der Knarre wird nichts merken, bis ich lange weg bin. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut, das hören sie. Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Hier, ich klettere aus dem Fenster und sehe mich um. Ihr lenkt sie ab, damit sie mich nicht sehen. Okay, dann los jetzt. 1, 2, 3, 4. Du hast so früh mit RT gedrückt, glaube ich. Nee. Ja, nicht auf 3, wir waren 7. Auf 7 hätten wir es machen und dann war der Donner. Der hat ja nicht aus Spaß die ganze Zeit
mit 7 Runden hat romantiert. Oh, du hast ihn überrascht. Ja. Und ich bin weg. Der haut wirklich ab. Tschüss, ihr Versager. Boah, hab ich ein Schwein gehabt. Das war in letzter Sekunde, bin ich ausgewichen. Wir können nie mit dem Alten kann. Oh. Da war wirklich nur Millimeter. Nimm die. Benutze sie fast nötig. Sonst wäre der erste tot gewesen. Setz euch. Da drüben. Du, genau hier. Boah, ich hoffe, ich habe gleich eine Szene mit Konrad, wie ich bei Starbucks erstmal einen trinken gehe. Ja, Kaffee. Geht auch. Das wäre so geil, wenn Konrad jetzt die ganze Zeit nur so ganz normale Sachen macht und ihr einfach auf dem Schiff weiterhin führt bleibt. Geh mit Konrad arbeiten. Wahrscheinlich ist Konrad der Geschichtenschreiber dann oder Erzähler. Oshun! Komm her! Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Monchurei-Kult? Ja, hättest mal alles unten gelassen. Ich hatte nicht mal die Wahl, das mitzunehmen, Mann. Ach so, das wurde automatisch mitgenommen. Ja. Und die haben sich angezogen. Durften die wahrscheinlich. Ich kenne die Waffe. Sie haben nur 14 Schuss. Sie können sich alle töten. Conny kann auf sich aufpassen. Okay. Jetzt haltet die Fresse. Lass uns doch einfach nur reden. Du willst reden? Dann aber leise. Hier mag ich. Weiß, wann er die Klappe halten soll. Ach, shit. Ich hab's geschafft. Sitzen bleiben. Glaube ich. Nee, ich hab's. In letzter Sekunde wieder. Boah, ja, man ist wieder so. Du, komm jetzt. Das mit. Ist echt kurz bemessen, ey. Ja, ist wirklich sehr kurz. Vor allem mein Controller zeigt mir das nicht an. Die hatte die Taste auf der Tastatur. Oh. Finde raus, wie lang der Sturm noch dauert. Versuchst du was? Irgendwas Krummes? Dann gibt es Konsequenzen. Musst du vielleicht noch einstellen, dass der die Icons vom Xbox-Controller nimmt? Duke of Milana, kann sein, ich habe nur eingesteckt. Also, wenn ich normal steuern konnte, hatte ich die Controller-Auswahlmöglichkeiten, aber hier bei den Quicktime-Events. Ja, vielleicht bist du an die Tastatur nochmal gekommen. Hey, können Sie uns neue Infos über den Sturm geben? Ein bisschen heikel hier. Over. Großer Sturm kommt da von Osten. Trifft sie wohl ziemlich hart, sollte aber in einer Stunde bei ihnen durch sein. Sie klingen gestresst, Duke. Brauchen sie eventuell Hilfe, sonst kriegen sie bei Sturm keine Panik. Ja, okay. Alles okay hier. Ein paar Höhen und ein paar Tropfen Regen machen uns nichts. Danke für die Info. Wir sehen uns auf einen Drink an der Küste in ein paar Tagen. Oh Mann, ey.
Ja, also bei dem Quicktime zeigt er mir Tastatur an. Scheiße. Und ich habe die Pfanne gegen die Rübe bekommen. Denn jetzt? Hey. Bewegung! Jetzt! Danke, schätze ich! Was ist denn mit Brad? Versteckt er sich irgendwo? Laut Conrad versteckt er sich unter den Kojen. Das könnte uns hier raushelfen. Brad, komm schon, komm raus! Holst den Weg da raus? Was? Ich hab nichts gesagt! Da hat Julia für sich selbst entschieden anscheinend. Boah, die alten Schnäpsel. Ja. Du hättest einfach nochmal sagen müssen, lassen wir am besten versteckt. Julia ist deine Verlobte gerade. Oh, die Dumme. Als wenn er da unten ertrinkt, das bisschen Wasser. Schiff lange aushält? Drei Schläge. Alle sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Juhu! Sie scheinen jemanden gerettet zu haben. Ihr Wagemut zahlt sich aus. Diesmal. Aber wird dadurch der Rest ihrer Gruppe noch verwundbarer? Oh, wir haben Conrad wirklich dann schon gerettet? Finden wir es heraus. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Da kann sich jemand nicht entscheiden. Kein gutes Zeichen. Jedenfalls haben Sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu Ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Ja, die geheime Notreserve. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen.